Ist doch gut, gell? So war ich noch viel. So war ich noch viel. Jetzt soll ich dir was an die Wille erzählen. Ach, der Schinderhannes ist da. Und der Doppeldock ist auch da. Mir war wichtig die Erzählung, die meine Großmutter erzählt hat. Manches in meinem Leben ist heute noch lebendig von der Großmutter erzählt. Und was ich gehört habe, das habe ich auch behalten und kann es gerne gleich weiter erzählen. Das war eine Gabe, die hat nicht jeder Mensch, aber ich habe sie benutzt mein Leben lang. Soll ich los schießen? Der Schinderhannes, das war halt einer, der hat Pannen genannt. Das war ein Zauberer. Und der hat manches angestellt mit den Bauern oder mit den Kaufleuten. Er hat im Wald sich aufgehalten, wo die Landstraße durchgegangen ist. Und da hat er genau gewusst, wer da kommt. Ob er schlecht war oder ob er gut war. Und dann haben die Schüler vor der Klasse Märchen erzählt. Und das hat der Lehrer am Ende verdorben. Dann erzählt vom Fuchs und von der Geiß. Und auf unser bisrabischer Ausdruck heißt die Fuchshöhle Fuchsloch. Und dann habe ich gesagt, und vom Fuchsloch. Und dann hat der Lehrer gelächelt und das habe ich gesehen. Und dann war es aus. Vor der Klasse habe ich kein Märchen mehr erzählt. Das hat mich so zurückgeworfen. Ja, den haben wir erst 1912 gekriegt, den Bahnanschluss. Aber ja, das war nicht so weit abgeschieden. Aber mit den Nachbardörfern ist auch manches passiert. Handel und Wandel hat sich bewegt. Und auf dem Markt ist der Bauer auch oft mit Käferkauf oder Rinder. Oder Lämmer hat man viel verkauft. Aber so wie hey, dass man alles weiß und dass man überall sein muss, das hat man gar nicht gewusst, dass sowas möglich ist. Bessarabien hat ja eigene Verwaltung gehabt und keine Polizei. Das hat alles der Dorfrat gemacht. Und wenn ein Fall war fürs Gericht, der verschwiegen war. Das hat man nicht ans Tageslicht kommen lassen. Das hat es nicht gegeben. Da war ein Gebietsamt, hat es geheißen. Und die haben noch Streitfälle geschlichtet. Aber wo noch der Rumäner kam, ist noch gleich Polizei gekommen. Und da war es ganz anders. Ganz andere Sache. Und dem hat sich unser Polk nicht gut unterwerfen können. Das waren sie einfach nicht gewöhnt. Ja, ich habe von Beresin mindestens 4 verschiedene Namen gelesen. Ja, und dann auf einmal noch. Und dann war ein Zar in Petersburg, sagt man das Ganze über. Und er hat er hätte jetzt genug von Friedenstäler und Gnadentäler und andere Täler, jetzt wieder mal was Habhaftes an hatte. Aber Friedensaal haben wir doch geht bis zuletzt. Ja, eben, da war ich ja genug und das war jetzt viel. Lichtendal und Hoffnungsdal. Da waren ja die Großfamilien. Die Eltern sind auf dem Hof geblieben, bis ins Grab sind. Und die in so langen Kinder mitgeholfen. So eine alte Oma war immer wunderbar im Haus. Die hat Kinderversorgung und hat noch am Kocher gestanden und am Wäschkühl, wenn sie noch so richtig war, hat sie auch noch mitgeholfen.
Und also das Verhältnis war immer gut, weil man hat noch nach den Geboten gelebt und ihre Vater und Mutter. Also das andere ist bei uns sehr geehrt worden. Und das war das Schöne daran, gell. Die Kinder waren folgsam. Und wenn wir nicht folgsam waren, dann hat unser Ahne, das war die Mutter meines Vaters, noch das Recht gezogen, ein Riedel nehmen und sich bestrafen. Das war gang und gäbe. Und das hat man nach der Bestrafung hat man die Oma noch lieber gehabt wie vorher. Die war ganz deutsch, wo der Russe unsere geholt hat. Dann hat er mir so viel Gutes versprochen und auch gehalten. Aber 1918 hat uns der Rumäner verwischt. Und da war Schluss mit den Deutschen. Der hat uns wollen romanisieren. Und da haben wir rumänische Lehrer gekriegt, aber nicht nur. Wir haben deutsche Lehrer gekriegt, wir haben deutsche Stunden gekriegt. Aber es hat die Zeit gegeben, wo man auch die deutsche Lehrer nicht deutsch unterrichten darf. Und in die Zeit bin ich gerade gefallen. Wenn man 5, 6 Jahre war, dann hat man jeden Tag müssen mit ins Maisfeld. Und da ist man vom Pferd gesessen und hat geritten. Und das Pferd hat so ein kleiner Scharen mit 3 Scharen, so ein kleines Fliegel gezogen. Und ein Mann ist hinterher oder auch eine Frau und hat es klingt, dass das nicht in die Reihe kommt, in die Maisreihe. Und da hat man müssen Tag der Tag überhocken drauf. Solange das Pferd gefüttert hat, am Mittag hat man schlafen dürfen. Weil man war so schläfrig, ich bin als eingeschlafen und runtergefallen. Und wenn man so vernünftiges altes Pferd geht, ist sofort stehen geblieben. Wenn der Vater seinen Sohn braucht hat, so mit dem Flug herspringen, dann war die Schule alt im Frühjahr, ganz früh, manche. Unser Vater war immer bedacht, dass wir in die Schule gehen. Ich bin auch gegangen bis zum letzten Tag. Wenn das Maisfliege nicht war, die andere Arbeit hatten wir ja so Kinder nicht brauchen können. Oder auch wenn es gehackt war, noch sind die größeren Kinder auch nicht mehr belegt worden. Und dann immer spielen dürfen. Und das war sehr lustig. Wir haben so große Popschei, heißt es Kind. Und in dem Popschei, das war im Sommer unser Spielhaus. Da haben wir einen Stub gehabt, und da haben wir eine Küche gehabt, und da haben wir Mehl drin gehabt. Mit einem Brett und 2 Steine hat man sich eine Bank gemacht und eine Küche, so Küchehockerli. Das hat uns unsere Mutter als Tisch geschenkt. Nein. Und dann haben wir ein Streichlein aufgestellt. Und da haben wir spielen können. Ungehindert. Und kein Mensch hat einen reingeschwätzt. Und hat keiner gesagt, pass auf, dass du es nicht hinmachst. Und die Püppler oder die Puppe, die haben uns alles selber gemacht. Also die Kleine haben sie die Große gemacht. Und da, wenn man ein Stück Stoff gehabt, das war so schnell fertig. Und ich habe so gut sie machen können. Wie ich 19 Jahre alt war, noch habe ich näher gelernt. Aber nur einen Kurs von 6 Wochen. Und er hat mich doch zum Anfang noch gebracht, zum Näher. Und von dem Kurs aus habe ich mir halt immer viel selbst zugeeignet. Meine Mutter hat viel schöne Kleider gehabt von einer guten Nährung. Nicht? Und ich habe nicht, da nicht mit Noten abgucken können. Also ich habe so viel lernen müssen, selber von mir. Und ich habe es gelernt, ich habe so gut näher können. Ich habe jetzt hier in Schwenningen in eine Nähstube begleitet. Und das war, da hat kein Mensch sich beklagen können darüber. Bezahlt hat man sich da nicht, wenn ich wo mitgegangen bin, Helfer mal beim Verwandten im Wallberg hacken oder auch im Mais. Das ist nur ein Beispiel, wenn man meistens zur Heimarbeit geht, aber da hat man nichts dafür gekriegt. Aber anders mal haben die noch auch wieder zurückgeholfen. Und an 27 hat mein Schwiegervater alles verkauft in Beresin und ist nach Kasperlatz gezogen.
Und dann sind sie alles tiefer ja mitgenommen, und dann haben sie die Schafe nie übertrieben. Und die hat man einen Wagen gebunden, die Arbeitsschafe hat man ja müssen treiben. Und dann hat er und der Knecht die Schafe vertrieben. Und dann ist er bei uns durch den Hof gekommen und hat gesagt, Ilse, ich hol dich noch Kasperl ab nach. Das war alles, das war die Liebeserklärung. Und das hat er gemacht, aber später. Aber wir haben uns bis zu unserer Hochzeit nicht öfter wie 3-4 Mal im Jahr gesehen. Und nicht einen Brief geschrieben. Das war nicht drin. Man hat ja. Aber das ist jetzt ja dumm, dass ich das so erzähle. Und in Kasperla, das war so ein kleines Dorf, so ein neues, kleines. Und noch hat man auch müssen fortfahren zur Trauung. Und das war alles so schön in Beresina. Und ihre Verwandte waren ja da, sie waren ja beide, die Eltern waren beide Beresina. Mhm. Und meine Eltern haben ein ganz großes Haus gehabt und da hat man die Hochzeit drin gefeiert. Fruchtbarland war schon bloß der Regen hat gefehlt. Es hat ab und zu total in mein Hemd gegeben, da war halt Not groß. Und wer noch Mehlland gibt, hat er einen Vorrat gibt und wer nicht gibt, hat er war noch schwer drauf. Nur ganz total in mein Hemd, da hat es nur ganz selten gegeben. Aber manchmal hat er frühe Regen gefehlt oder Spätregen. Eins hat es noch immer gegeben, da war Mais oder was. Friegetreide gut, besser, manchmal war es auch nicht gut, aber immer noch zum Ebbes Ende. Mhm. Ich war noch nicht lange dort, dann spät in Bulgarien, mit der Großmutter gestorben. Und dann haben sie uns gerufen, er soll auch kommen, sie ist besucht, auch. Sie ist halt bei ihnen weh, es gibt ihr Essen. Und dann haben sie das Essen, den der lange Tisch gekriegt und daneben der Sarg gestrichen und mit der Oma. Aber es ist mir so dagegen gegangen, das habe ich noch nie gesehen. Und da ist mir Kopf vergessen und erzählt und da war der Gleiche daneben. Ja, die waren vorher dort vor uns, war schon Bulgaren dort. Den schon einmal Leid geholt, um das besser in Urbar machen, das war ja auch ganz Wildnis. Aber die haben es nicht im Stand, die waren es nicht im Stand, die haben es nicht geschafft. Und dann haben sie sich hinter die Deutsche gemacht und die waren so da und haben es gemacht. Ja, ich war bei den Schwiegereltern in der Familie, wir Tochter, und das hat 4 Jahre gedauert. Aber wir haben vorher bauen, weil der Schwiegervater hat schon den Bauplatz gehabt und da haben sie schon Stein nachgefahren zum Anfang. Aber dann hat mein Mann weg müssen, weil Russland hat ja Rumänien angekündigt, dass sie sich bis Rabin holen. Und dann hat der Rumäner alle einzogen, zum gegen den Russen antreten. Wo aber der Russ gekommen ist, dann ist er ab. Dann hat er sich nicht gewehrt, war sie ohne dich, monatelang oder vielleicht war es noch länger. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wenn mein Mann fort ist. Aber in Besraben war sie immer zum Russenempfangen. Und wo komisch, haben sich nicht gewehrt. Und da sind alle was, oder fast alle, was beim rumänischen Heer waren, mitgenommen waren nach Rumänien. Aber mein Mann hat sich weggestohlen. Der ist einmal große Roggenfeld, sind sie vorbei marschiert. Und da ist er in das Roggenfeld gekommen. Und so ist er noch heimgekommen. Aber unser Nachbar, der ist nicht mehr heimgekommen. Der hat seine Heimat nicht mehr gesehen.